einmal die komplette Gruppen-KI deaktiviert, also meine eigene war ja noch. Wir können nicht rasten, solange Feinde in der Nähe sind. Wo sind denn noch Feinde? Kann ich irgendwo gerade alle auswählen? Oder folgt ihr mir noch, wie immer? Mal gucken. Und jetzt folgt ihr mir wieder. Ja. Ah, hier vor der Spelunke. So, ab auf den Magier. Ja, ich lasse den mal im Laufe der KI laufen. Ich bin immer noch benommen und Elanie ist hinüber. Das hätte ich mal eher machen sollen. Ab auf den Magier, bitte. Der ist gefährlich. Kelga, hast du keine... Sagen, du hast doch noch. Nimm mal einen Trank, bitte. Ich habe Feinde ausgemacht. Ja. Nischka ist immer noch betäubt. Wir haben den einen Magier erledigt. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Jetzt wird doch so langsam ein Schuh raus. Ja. Hau da mit seinem Hammer. Oder mit seiner Axt. Was kann ich noch? Was habt ihr eigentlich? Was? Auf jeden Fall eine Schockwaffe. Hat er den Hammer? Ja. Ja, er hat einen Hammer. Sturm, genau, er hat Sturm. Ja. So, Elanie ist auch wieder auferstanden. Ne, nicht identifizierte Rüstung. Überreste. Wir gucken mal, ob wir jetzt rasten können. Ja, jetzt können wir das sehr schön. Gefällt mir. Ach, und wir sollten unseren Stufenaufstieg hier auch mal machen. Stufenaufstieg! Und zwar wieder als Waldläufer. Weil wir reinklassig bleiben. Und als erstes gucken wir mal, Diplomatie können wir noch einen Punkt steigern. Das ist schön. Entdecken. Überleben. Suchen. Was haben wir denn noch hier? Heilen und... noch einen Punkt, den wir vergeben können. Sparen wir uns den Lauschen. Sehr schön, ein paar Lebenspunkte und dann war's dann. Ja? Kräger lassen wir empfohlen aufsteigen. Da machen wir nichts. Nischka auch. Ja. Nur hier, da kriegt sie erstmal Abhärtung. So, Fallstellen entdecken, magischen Touren, Schlösser öffnen. No, passt schon. Ich höre. Du darfst auch empfohlen aufsteigen, soweit. Das macht was, ja. Ja. So, sehr schön. Wir haben hier die erledigt. Wo haben wir dann hier noch? Da ist der Wachposten, den wir als nächstes besuchen. So, aber da will ich eben vorher einmal speichern. Da. Ja, möchte ich überspeichern. Hallo, Sergeant der Stadtwache. Was wollt ihr? Ihr klingt gelangweilt. Ihr genauso anstrengend wie immer. Wollt ihr etwas? Habt ihr heute Nacht irgendwas Verdächtiges gesehen? Ja, eine Wache, die lieber redet, als ihren Rundgang zu beenden oder außer Gefahr zu bleiben. Wartet, ihr seid der neue Rekrut, nicht wahr? Ja, habe ich euch am Stand gesehen. Wollt ihr etwas mehr Gold verdienen? Was muss ich dafür tun? Es gibt ein Geheimnis, um sicher durch seine Schicht zu kommen. Genau genommen sind es zwei. Das erste ist nicht nach Ärger suchen, wählt den Wachdienst, wenn ihr wählen könnt. Und das andere Geheimnis? Das zweite legt euch die richtigen Freunde zu. Einige von meinen haben großes Interesse daran, nicht gesehen zu werden. So großes Interesse, dass sie sogar gutes Geld bezahlen, um sicher zu gehen, dass ich kann euch mit einigen bekannt machen, wenn ihr interessiert seid. Ihr redet von Bestechung. Ich betrachte es als Lebensversicherung. Ich halte mich raus, verdiene etwas Gold nebenbei und bleibe am Leben.
Wenn ihr also das gleiche Angebot erhaltet, nehmt es besser an. Das macht die Arbeit bedeutend sicherer, wenn ihr versteht. Ich habe ein Angebot für euch. Ach ja, das könnte interessant werden, lasst mal hören. Ihr habt mir zu viel gesagt. Beteiligt mich am Gold oder ich buchte euch ein. Ich folge eurem Rat, gebt mir einen Teil von dem Geld, das ich euch gezahlt habe, und ich werde schweigen. Ihr seid verhaftet, kommt friedlich mit und euch wird nichts geschehen. Scheinbar werdet ihr nicht mal eure erste Nacht im Dienst überleben und ich fürchtete schon, dass eine langweilige Schicht werden wird. Jo, die hauen wir jetzt zu Klump. Da brauchen wir nicht großartig was machen. So. Das war ein schnelles Ende. Die Blitze haben dafür gesorgt, dass er, dass zwei gleich zu Boden gegangen sind und der Wachposten wurde ausgeräuchert. Naja, es gibt Schlimmeres. Jetzt haben wir nur noch hier unten den letzten Wachposten. Und dann... Oh, Quera! Eine neue Gefolgstante! Meine Damen, bitte, es gibt keinen Grund, wegen dieser Sache die Beherrschung zu verlieren. Beherrschung? Ich habe gerade erst angefangen. Seine Zauber zu zügeln ist ein Zeichen von Disziplin, Quora. Etwas, das ihr niemals beherrschen werdet. Die Ausbilder sind nicht hier, um euch abzuschirmen. Entzündet die Straße und die elende Taverne. Ihr werdet nie wieder zur Akademie zurückkehren können, geschweige denn nach Niewinter. Als ob ich für ein weiteres Jahr mit euch hochnäsigen Hexen in diesem Gefängnis bleiben wollte. Ihr habt recht. Ihr gehört hierher an die Docks. Verkauft euch für ein paar Münzen. Jemand soll mir einen Humpen reichen. Das hier wird gut. Was im Namen der neuen Höllen habe ich getan, um das zu Oh, den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid. Tut etwas, diese Damen werfen gleich vor meinem Lokal mit Zaubern um sich. Ja gut, ich schau mal, was ich tun kann. Was sie auch tut, tut es schnell. Wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, wird man nicht genug Wasser heranbringen können, um die Flammen zu löschen. Isa, ich glaube, hier sind ein paar Mitglieder der Wache. Freunde von euch, Quora. Holen sie euch aus der Klemme. Ich brauche keine Hilfe, um euch in Asche zu verwandeln. So, wo liegt denn das Problem hier? Da gibt es nichts zu besprechen. Quora hat uns zum letzten Mal bedroht. Wir werden das nicht länger dulden. Wenn Quora uns so weit überlegen ist, soll sie es beweisen, ohne dass die Akademie-Ausbilder einschreiten und alles beenden. Die Ausbilder? Die haben mich noch nie aufgehalten. Ihr seid immer zu ihnen gelaufen, nicht ich. Ich habe alles gehört, was ihr über mich gesagt habt. Immer sprecht ihr hinter meinem Rücken über mich. Nur weil ihr für jeden Zaubertrick Stunden braucht. Und ihr denkt, es sei besser, einen Stall in Brand zu setzen, während ihr zaubert? Ich übe Zurückhaltung. Keine prahlerische, maßlose Zurschaustellung. Ja, Heather übt ihr Handwerk mit Vorsicht aus. Ihr seid die gefährliche Quora. Wenn ihr wusstet, wie gefährlich ich bin, hättet ihr mich besser nicht so weit getrieben. Okay, versuchen wir es mal mit der Diplomatie, ne? Ihr seid, bin mir sicher, es ist ein anderer Weg, die Lage zu klären, ohne mich und meine Freunde. Ich würde an eurer Stelle nicht einschreiten, sonst müssen wir euch auch aufhalten. Wir sind alle Magier. Ja, Magier. Von der Akademie. Aber wir suchen keinen Ärger mit euch, nur Quora. Ihr seid direkt vor den Lokalen meines Oheims. Beschädigt ihr es, beschädige ich euch. Ich will nicht von der Akademie fliegen, wenn wir verhaftet werden. Nun gut, das hier ist es nicht wert. Dieses Mal habt ihr Glück, Quora. Lasst euch lieber nicht erneut von uns außerhalb der Akademie erwischen. Kommt, Glinner. Ich schätze, wir hatten genug Dockluft für einen Tag. Ich brauchte eure Hilfe nicht. Diese Magier haben es verdient. Das ist richtig, aber, ne, genau, vielleicht. Aber nicht vor diesem Gasthaus. Diese wohlgeborenen Möchtegern-Magi sind nur eifersüchtig. Sie sehen es nicht gerne, dass ich mehr Macht in meinem Daumen habe, als sie alle zusammen. Sie starren in ihre Leitfäden und Bücher, versuchen Magie zu klassifizieren. Zeitverschwendung. Magie ist einfach. Entweder man versteht sie oder nicht. Instinkt. Scheint so, als hätten euch die Lektionen nichts genützt. Das ist so. Ich bin nicht mehr an der Akademie. Ich habe aufgehört, sozusagen, nachdem ich den Stall niederbrannte. Mädchen, daran hättet ihr denken sollen, bevor ihr vor der Flaschenpost einen Streit anfingt und vor dem Schaden, den ihr angerichtet habt, bevor sie kamen.
Es ist das Holz in eurem Gebälk. Es fängt so leicht Feuer. Entschuldigung. Entschuldigung? Oh Mädchen, ich wollte keine Entschuldigung. Ihr entschädigt mich für meine Verluste, den beschädigten Ruf und dafür, dass ihr mich und meine Verwandtschaft in Gefahr gebracht habt. Was? Ich werde für keinen von euch arbeiten. Niemals. Duncan hat recht. Ihr schuldet uns Mädchen, was. Mädchen, das werdet ihr. Oder bei den Göttern, ich zeige euch einen Zorn, wie ihr ihn nie gesehen habt. Nicht nur das. Tut ihr es nicht, beweist ihr, dass die anderen Mädchen recht hatten. Ich glaube nicht, dass ihr zugeben wollt, dass ihr keine Disziplin, Zurückhaltung und kein Verantwortungsgefühl habt, wie sie es von sich behaupten. Außerdem zweifle ich daran, ob ihr an der Akademie noch willkommen seid. So, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe auf meiner Reise gebrauchen, vor allem von einer Hexenmeisterin. Ihr wollt meine Hilfe? Gut, aber ich warne euch. Vielleicht bin ich etwas zu viel für euch. Doch wenn ihr einen Dämon bei den Hörnern packen wollt, bitte sehr. Ja, ich mag sie. Wir werden auf einer Flaschenpost warten und zwar werden wir sie auch gleich austauschen. Gehen wir mal rein. Wir werden Quarrel nämlich jetzt erstmal mitnehmen. Weil die Hexen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie als Hexenmeisterin behalte. Das nennt ihr eine Beleidigung? Ziegenweib? Sogar die Baumannbeterin könnte das besser. Ziegenweib? Das ist ja mal was ganz Ausgefallenes. Stummel. Pah. Das ist ein Kosename, keine Beleidigung. Wir Eisenfäuste nennen unsere Kinder Stummel, ihr dürrer Bulle. Dürrer Bulle? Das macht ja noch nicht einmal Sinn. Trinkt lieber weiter, Faulatem. Da seid ihr wenigstens gut drin. Zumindest langweilt ihr euch zwei nicht. Amateure. Amateure? Hey, die verwöhnte Prinzessin meint, sie wäre was Besseres als wir, Kelga. Ganz schön frech. Für einen Akademieversager. Ihr zwei würdet eine Beleidigung nicht erkennen, wenn sie euch beißen würde. Warum zeigt ihr uns dann nicht, wie es geht? Feuerhaar. Feuerhaar. Einfallsreich und bissig, aber nur mit einer Spur von Witz. Ist das alles, was sich euer Hirn ausdenken kann, Dämonenschwanz? Mein Hirn hat nichts mit meinem Schwanz zu tun. Aber vielleicht liegen sie beieinander. Dann lasst doch eure Hose herunter. Weil es trotz des Loches anscheinend nicht genug Luft bekommt. Okay, das muss mir jemand erklären. Sie sagte, euer Hirn wäre neben eurem Schwanz, was bedeuten würde, dass euer Hirn an eurem unteren Ende ist und ihr atmet durch euren... Okay, okay, schon verstanden, kleine Hexe. Nehmt es nicht so schwer, ich musste es erklären, also hat die Beleidigung versagt. Aber ein Prosit für die Mühe, euer Hoheit. Ich wüsste nicht, dass die Flaschenpost jemals eine bessere Tische putzende Goblin-Hure gehabt hätte. Was? Seit eure Mutter ihre Stellung verlor? Hä? Bringt ja nicht meine Mutter ins Spiel. Ihr solltet vorsichtig sein, verzogenes Ding. Sonst könntet ihr ein oder zwei Dinge über die Ehre und Männlichkeit der Eisenfäuste lernen. Oh, ihr meint die beiden kleinsten Dinge in Farron? Nach dem, was ich gehört habe, kann von euch keine Frau was über Eisenfaustmännlichkeit lernen, Kelga. Was? Unzählige Frauen wissen von der Eisenfaustmännlichkeit. Unzählige! Sie leben alle nur in Tiefwasser. Sonst könnten sie es bestätigen. Kelga, beruhigt euch. Beruhigen? Das nehme ich nicht hin von einer Göre, die nicht mal die richtige Taverne zum Kämpfen wählen kann. Jedenfalls habe ich meine Lektion durch den Kneipenzank gelernt, ihr fettbäuchiger kleiner Wicht. Warum krabbelt ihr nicht zurück auf euren Kinderstuhl, wenn ihr jetzt damit fertig seid, euch mit mir messen zu wollen und trinkt eure Ehre, bis ihr euch unten wieder rauskommt? Vielleicht lege ich euch später in eure Wiege. Hm? Wow, fettbäuchiger kleiner Wicht, das ist gut. Ruhe, Hirnschwanz. Ha, und ich dachte, dass Magi nichts zu bieten hätten. Duncan, noch eine Runde. Bedient euch gefälligst selbst, Zwerg. Ihr habt bisher noch nicht für einen einzigen Tropfen gezahlt. Fragte mich schon, wann ihr aufgeben und mir Zugriff auf eure Fässer gewähren würdet. Will sonst noch jemand? Einige Zwerge hätten niemals ans Tageslicht gelassen werden sollen, kleine Schmarotzer. Sehr schön, sehr schön. Das fand ich gut. Das ist sehr schön. Das ist klasse. Wir gehen auch direkt wieder raus. Und werden Elanie gegen Quero austauschen. Gruppe bestätigen. Und dann kicken wir doch mal, was die nette Querer schon für Zauber so drauf hat. Weil Hexenmeister lernen die Zauber ja nicht, sondern die wählen ja beim Stufenaufstieg bestimmte Zauber aus, die sie dann können. Und dann können sie